gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Schreiber Rechtsanwälte, die Fachanwälte für Arbeitsrecht sowie für Medizin und Sozialrecht in Dresden und Hoyerswerda. Für unsere Kanzlei in Dresden suchen wir eine oder einen Rechtsanwaltsfachangestellten oder eine Sekretärin bzw. einen Sekretär. Voll- oder Teilzeitarbeit ab mindestens 20 Wochenstunden ist möglich. Zwingend erforderlich sind das Beherrschen von MS Office sowie das Schreiben nach Diktat. Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an info@schreiber-rechtsanwälte.de. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am 30. Oktober, einen Tag vor Halloween. Schön, Sie wieder in dieser neuen Woche hier im Lausitzwelle Fernsehen begrüßen zu dürfen. Wir beginnen mit Neuigkeiten aus Hoyerswerda. Zu einer Sondersitzung trifft sich der Stadtrat Anfang November und dafür gibt es auch notwendige Gründe. Am 1. November hält der Stadtrat in Hoyerswerda eine außerplanmäßige Sondersitzung. Diese wurde aufgrund der dringenden Notwendigkeit einberufen, die bestehenden Strom- und Gaslieferverträge mit den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda, die am 31. Dezember dieses Jahr auslaufen, zu erneuern. Um kosteneffiziente Verträge abzuschließen, muss die Stadt in einem begrenzten Zeitfenster handeln, da die Angebote der VBH nur für kurze Zeit aufrechterhalten werden können. Eine Verzögerung bis zur nächsten regulären Sitzung des Stadtrates Ende November sei daher nicht zielführend, heißt es aus dem Beschlussentwurf. Die Sondersitzung am Mittwoch kann wie üblich über den YouTube-Kanal der Stadt Hoyerswerda via Livestream verfolgt werden. Der Bahnhof der Kreisstadt Weißwasser wird saniert und umgebaut. Am vergangenen Freitag begann der offizielle Baustart mit einem kleinen Festakt mit Vertretern aus Wirtschaft, Gesellschaft sowie Politik. Zunächst dankte Weißwassers Oberbürgermeister Thorsten Pötsch den vielen Gästen für die gute Zusammenarbeit. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie der Görlitzer Landrat Stefan Mayer wünschten per Videobotschaft viel Erfolg für das Millionenprojekt. Laut Baureferatsleiterin Dorit Baumeister sollen im Bahnhofsgebäude neben dem Reisecenter und der Touristeninformation auch eine Bibliothek und ein Bistro mit Lesecafé einziehen. Schüler der Kreismusikschule Dreiländereck begleiteten das Fest musikalisch und Cheerleader des Eissport Weißwasser ließen mit ihrer Darbietung das schlechte Wetter an diesem Tag vergessen. Anschließend folgte ein Buffet im Bahnhof. Größtenteils werden die Kosten von mehr als 8 Millionen Euro über den Kohleausstiegfonds finanziert. Die Stadt Weißwasser muss einen Eigenanteil von rund 400.000 Euro aufbringen. Danke, dass Sie da waren und Prost! In Laubusch fand eine große Festwoche zum 100-jährigen Schuljubiläum statt. Am 18. Oktober 1923 wurde die Schule am Markt eröffnet. In der heutigen Grundschule lernen die Kinder aus Lauter, Laubusch und der Elsterheide. Beim Tag der offenen Tür kamen hunderte Eltern, Großeltern und interessierte Besucher, um das große Schulhaus gut 2 Jahre seit der neuen Eröffnung als Grundschule wiederzusehen. Highlight war dabei der historische Märchenbrunnen mit Hans im Glück. Er wurde in den vergangenen Wochen und Monaten mit neuen Trinkwasserleitungen ausgestattet und soll nach 4 Jahren nun wieder genutzt werden. Wir freuen uns, dass nun zum 100. Geburtstag der Schule dieser Trinkbrunnen wieder fließen kann. Es war ein schwieriges Unterfangen, aber auch ein Versprechen vom Bürgermeister Frank Lehmann, der sagte bei der Einweihung, das ist unser Ziel, dass in 2 Jahren zum 100-Jährigen dieser Brunnen wieder fließen kann. Und wir sehen natürlich ihn fließen und wir sehen auch die schönen Bilder jetzt ganz deutlich. Vor 2 Jahren konnten wir nur erahnen, was an den Wänden ist. Alte Bücher haben es uns gesagt, aber wir konnten nichts mehr erkennen. Ursprünglich waren insgesamt 5 Trinkbrunnen auf dem gesamten Schulgelände verteilt, welche die Schüler rund um die Uhr mit frischem Wasser versorgten. Heute ist nur noch dieser eine erhalten.
Die endgültige Trinkwasserprüfung steht noch aus. Per Knopfdruck fließt das Wasser aber schon. Beim Tag der offenen Tür waren auf Gang und in den Klassenräumen darüber hinaus zahlreiche Fotos, Lernutensilien und Zeitzeugnisse der 100-jährigen Geschichte ausgestellt. Von alten Schulbänken über alte Reißbretter bis zu den heutigen modernen digitalen Tafeln war alles zu sehen und auch zum Anfassen da. Am vergangenen Samstag stand im BSZ Konrad Zuse ein spannendes Ostsachsen-Derby an. Das Spiel zwischen dem LHV Hoyerswerda und dem HVU Kuhnewalde endete unentschieden. Es war ein emotionales Derby mit vielen kämpferischen Auseinandersetzungen. Die nicht so gute Trainingswoche des LHV machte sich bemerkbar, aber sie konnten dennoch eine solide Abwehrleistung zeigen und mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause gehen. In der zweiten Halbzeit versäumten es die Gastgeber, sich abzusetzen und ließen die Gäste im Spiel. Kurz vor Schluss gelang es Kuhnewalde auszugleichen und das Spiel endete mit einem gerechten Ergebnis. So, das Ostsachsen-Derby ist vorbei. 26-26. Erstmal einen großen Dank an alle Zuschauer. Leider haben wir hier einen Punkt liegen gelassen durch viele kleine Fehler, wo wir einfach heute zu naiv waren. Ja, zweite kleine Baustelle ist, dass wir keinen etatmäßigen Kreisläufer dabei hatten. Aber die Jungs haben es in Angriff sehr gut gelöst durch andere individuelle Stärken. Und in der Abwehr sind uns heute leider ein paar taktische Fehler passiert, das uns leider diesen Punkt halt gekostet hat. Der LHV Hoyerswerda bleibt weiterhin ungeschlagen und richtet den Blick bereits auf das nächste Spiel gegen Erzrivale Görlitz. Fans haben die Möglichkeit, mit dem Mannschaftsbus zum Spiel zu fahren. Die Abfahrt ist am Sonntag um 14 Uhr. Wir kommen zu den heutigen Kurznachrichten. Ein Hochbehälter speichert eine große Menge Wasser in großer Höhe und speist dieses in ein Wassernetz von Stadt oder Dorf ein. Da so ein Hochbehälter im Idealfall höher als der höchste Wasserhahn liegt, fließt das Wasser ohne weitere Kraft oder Druckzufuhr zu seinem Bestimmungsort. Ebenso ein Hochwasserbehälter wird derzeit in Kupschitz installiert. Mehr dazu und weiteres jetzt. Auf der Ferdinandhöhe in der Nähe des Kupschitzer Ortsteils Pielitz laufen derzeit die Bauarbeiten für die Errichtung eines Wasserhochbehälters. Wie die Gemeindeverwaltung Kupschitz mitteilt, wird gleichzeitig der Ortsteil Döhlen für die Trinkwasserversorgung erschlossen. Für die Ortsteile Sokolahora und Pielitz ist dies bereits im Jahre 2022 erfolgt. Laut der entsprechenden Ausschreibung der Kreiswerke Bautzen GmbH sollen die Arbeiten bis Ende April 2024 abgeschlossen werden. Gegenwärtig werden laut Gemeindeverwaltung die Planungen für den Anschluss der Ortsteile Großkunitz und Weißig erarbeitet. Nach jetzigem Stand soll dieser im Jahre 2025 erfolgen. Ein Termin für den Baubeginn in den Ortsteilen Blöser und Walditz können noch nicht benannt werden. Die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen startet den Bau eines neuen Nahversorgers in Kamenz, der den alten Markt ersetzen wird. Der Baubeginn folgte nun nach der Baugenehmigung im Sommer 2023. Die Fertigstellung ist für den 31. Juli 2024 geplant und der Markt wird einige Besonderheiten wie einen Asia-Imbiss, einen Schlüsseldienst und eine Bäckerei im Vorkassenbereich bieten. Die Edeka Unternehmensgruppe setzt auf eine nachhaltige Beheizung und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen im Außenbereich. Der Markt soll zudem den Einzelhandel in der Region unterstützen und Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten für unabhängige Einzelhändler bieten. Nach der Sanierung des Mehrgenerationenhauses in Lauchhammer werden derzeit die Außenanlagen neu gestaltet und barrierefrei umgebaut. Die Zufahrt, die alten Betonflächen und die Stellplätze werden dabei erneuert. In der Freianlage entstehen zudem Verweilorte mit Bänken und Tischen. Der vorhandene Spielplatz wird in das Gestaltungskonzept einbezogen und durch weitere Spielgeräte ergänzt. Die begehrte Louis-Schiller-Medaille der Stadt Finsterwalde wird in diesem Jahr Ernst Hampicke verliehen. Das beschlossen die Sängerstädter Stadtverordneten in ihrer letzten Sitzung. Hampicke war unter anderem Gründungsmitglied des Sängerstadtvereins und viele Jahre als Stadtverordneter in der Kommunalpolitik aktiv. Die Verleihung für das langjährige und vielfältige Engagement soll im Rahmen eines Festtages am 8. Dezember stattfinden. Am 7. November startet im Kamenzer Malzhaus die Lausitzer Keramikausstellung und zeigt die Spuren eines alten Handwerks. Die Sonderausstellung im Malzhaus erinnert an die Tradition der Keramikproduktion in Kamenz und speziell an den VEB Lausitzer Keramik sowie an die Unternehmen Anton Piesche und Piesche und Reif. Diese Firmen prägten über ein Jahrhundert lang das Wirtschaftsleben der Stadt. Die Ausstellung widmet sich sowohl der Industriegeschichte als auch den wunderbaren Produkten, die dort entstanden sind. Sie präsentiert über 400 Stücke Gebrauchs- und Zierkeramik, die von der Sammlerin Helge Lutzens großzügig gespendet wurden.
Barbara und Rufi Raschke aus Lauchhammer können in diesen Tagen auf 65 gemeinsame Jahre zurückblicken. Gemeinsam mit zahlreichen Gästen, darunter auch Bürgermeister Mirko Bohr, feierten sie das Jubiläum der Eisernen Hochzeit in Grünewalde. Kennengelernt hatten sich die beiden einst über den Turnsport. Rudi Raschke agierte viele Jahre als Übungsleiter beim TGV Lauchhammer 92. Barbara Raschke verbrachte ihr Arbeitsleben in der Braunkohleveredelung in Lauchhammer. Beide haben zwei gemeinsame Kinder und drei Enkelkinder. Am kommenden Mittwoch, dem 1. November, startet Lausitzwelle mit einem Instagram-Kanal. Dort werden spannende Background-Stories und Behind-the-Scenes-Beiträge, aktuelle Nachrichten aus der Lausitz, Informationen zum regionalen Radio- und TV-Sender Lausitzwelle und dem Team dahinter veröffentlicht. Ebenfalls kann Instagram dann auch als direkter Ansprechweg und Kontaktmöglichkeit genutzt werden. Start ist am 1. November um 1.11 Uhr in der Nacht. Den ersten Abonnenten erwartet ein Überraschungsgewinn. Das jährlich in den Herbstferien stattfindende Drachenfest im Schlosspark Lauchhammer war auch diesmal ein großer Erfolg. Mit ein wenig mehr Laufarbeit stiegen trotz des eher lauen Lüftchens zahlreiche Drachen gen Himmel. Am nahegelegenen Tiergehege konnten zudem wieder selbst gesammelte Eicheln und Kastanien abgegeben werden. Insgesamt 1100 Kilogramm Futter für das Dammwild und die anderen Bewohner des Tiergeheges kamen dabei zusammen. Damit steht ausreichend Winterfutter zur Verfügung. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 02977 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Am Freitag fand im Hoyerswerda Lausitz Center die Karrieremesse statt. Was die Aussteller dort zu berichten hatten, erfahren Sie jetzt, denn wir waren natürlich auch mit vor Ort und haben einmal genauer nachgefragt. Zwei Tage lang stand das Lausitz Center Hoyerswerda ganz im Zeichen der Karriere. Ob freie Ausbildungsplätze, vakante Stellen, berufliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder Fragen zur Selbstständigkeit. Bei über 20 verschiedenen Ansprechpartnern stand der persönlichen Beratung der beruflichen Zukunft nichts im Wege. Wir haben uns einmal unter die Besucher gemischt und die verschiedenen Unternehmen nach einer Zwischenbilanz gefragt. Wir wollten mal eine kleine Zwischenbilanz. Wie läuft es denn jetzt gerade für die LMBV bei der Karrieremesse? Also wir sind sehr zufrieden. Wir haben unheimlich viele Gäste, ein paar Junge. Wir haben aber auch schon solche Kollegen gehabt, die wiederkommen wollen. Also wirklich jemand, der auch fachlich für uns in Frage kommt und der jetzt in die Lausitz zurückkehrt. Das hat uns sehr gefreut. Die können sich auch initiativ bei uns bewerben. Also wir sind mit dem Rücklauf jetzt sehr zufrieden. Wie läuft denn die Karrieremesse für die AWO? Ja, sehr gut. Also wie gesagt, ich sag's gerade meinen Kollegen, wir machen eine kurze Übergabe, dass hier voll Action ist. Also ganz viele Interessenten, ganz viele Jugendliche aus den Schulen, viele Neubürger sozusagen mit Migrationshintergrund, die wir auch versorgen und ganz großes Interesse an unserem Angebot. Lohnt sich die Karrieremesse bis jetzt für Jados hier bei uns? Extrem, ja, wirklich. Wir hatten schon so einen Andrang gehabt, das ist Wahnsinn. Sind richtig stolz. Also angelaufen wären wir relativ gut, muss ich sagen. Vor allem von Schülern, die jetzt auf der Suche sind nach einer Ausbildung oder nach einem Schülerpraktikum. Dann haben wir aber auch viele, die sich jetzt für die offenen Stellen bei uns interessieren, die danach fragen, was sie für eine Ausbildung brauchen, wo sie die eventuell machen können. Ja, also der Zulauf ist relativ hoch. Wie läuft's denn aktuell auf der Karrieremesse für die Wohnungsgesellschaft? Also aktuell läuft es relativ gut. Es waren viele Personen bisher da, haben wir selbst nie mit gerechnet, dass es in der Form so sein wird. Aus unserer Sicht ist es bisher gut gelaufen, waren schon Interessenten da für die Stellen, die wir vergeben möchten. Also es passt soweit. Wir sind sehr zufrieden. Heute früh war ein kleiner Ansturm von den Schülern. Wir hoffen jetzt, dass es Nachmittag mit den Schülern noch mal weitergeht. Aber von daher sind wir bisher sehr zufrieden. Vielen Dank. Bis jetzt eigentlich richtig gut. Wir haben ganz viele Gespräche geführt, nicht nur für Ausbildungs- und duales Studiumsstellen, sondern auch für Mitarbeiterstellen. Egal ob Jugendliche oder Erwachsene, mit einem so starken Andrang hatte wohl niemand gerechnet. Viele der Aussteller legten verschiedene Ziele an den Tag. Gibt es gewisse Erwartungen? Habt ihr gewisse Erwartungen an den Tag heute und morgen? Also
Da ich selber aus der Stadt komme, weiß ich, was im Lausitz-Center so los ist. Ich hoffe natürlich, dass auch viele Schüler den Weg hierher finden, um einfach mal zu schnuppern. Ich warte auf meinen eigenen Sohn. Und nein, ich denke, wir werden natürlich auch mit vielen älteren Leuten sprechen, aber selbst das ist wichtig, weil die natürlich auch Multiplikatoren sind in der Region und Enkel haben oder Kinder, die vielleicht was Neues suchen. Naja, Erwartung in der Hinsicht, dass wir uns gesagt haben, wir sprechen die Person in der Region an, an die es uns schwierig ist zu gelangen. Weil man ja einfach immer nie weiß, wer sucht eine Stelle, wie kommen wir an diesen Bewerber ran, zielgerichtet. Und da bietet die Messe halt die ideale Chance dazu. Immer. Wir haben immer Erwartungen. Wir müssen und wollen uns präsentieren, weil wir, wie gesagt, halt auf dem Arbeitsmarkt letzten Endes kämpfen möchten, um unser Angebot auch zukünftig anbieten zu können. Deswegen brauchen wir halt Schüler, Mitarbeiter und deswegen versuchen wir unser Portfolio hier entsprechend anzubieten und ja, freuen uns immer, jede Möglichkeit nutzen zu können halt. Und ich muss sagen, es ist sehr gut aufgebaut, sehr gut strukturiert, vorbereitet. Es liegt alles an, was man benötigt. Kenne ich nicht von jeder Messe, läuft richtig gut. Gab es gewisse Erwartungen an heute und morgen? Eigentlich nicht, weil die gab es ja an sich so noch nicht und wir dachten, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen und wir hatten keine Erwartungen. Die Erwartungen waren hoch, aber was für Erwartungen ich da direkt hatte oder was wir hatten, kann ich gar nicht sagen. Wir haben einfach gehofft, dass hohes Interesse von Hoyerswerder Bürgern da ist, hier an dieser Messe mal dran teilzunehmen und ja, schauen wir mal, wie der Tag noch wird. Auf jeden Fall viele Gespräche führen und den Kontakt mit den Leuten halten. Ne? Also man will ja sich in der Region auch zeigen, bekannt machen als guten Arbeitgeber. Und ich finde, das haben wir heute schon relativ gut geschafft. Die große Menge an positiver Resonanz und Einsatzbereitschaft der Aussteller und Besucher verdeutlichte die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die Region und sorgt vielleicht für weitere Karrieremessen in der Zukunft in Hoyerswerda. Wir sind die Region, genauso wie ihr. Ihr habt Talent, genauso wie wir. Zusammen geht's besser, ihr werdet es merken. Gemeinsam verdoppeln wir unsere Stärken. Pläne gedeihen, Ansprüche wachsen. Bei 600.000 Kunden in Sachsen. 600.000 Mal sagen wir, klar, wenn ihr uns braucht, dann sind wir da. Weil es um mehr als Geld geht. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Surfen Sie Gigabit schnell zum Megapreis. Mit 1000 Mbit pro Sekunde für dauerhaft 34,99 Euro im Monat. Einfach buchen auf pure.com. Wir schauen jetzt auf die Blaulichtmeldungen. Am Wochenende häuften sich wieder Verkehrsunfälle in der Lausitz. Wo und womit die Beamten und Kameraden beschäftigt waren, jetzt im Lausitzwelle Polizeibericht. Bereits am Freitagvormittag wurde an der Kreisstraße 8601 zwischen Streitfeld und Heilbau Mäharbeiten durchgeführt. Dabei ist es zu einem Unfall zwischen dem Mähfahrzeug und einem VW Golf gekommen. Kurz vor 11 Uhr kollidierte die Fahrerin des Golfs mit dem Fahrzeug bzw. dem Mähern. Da zuerst angenommen wurde, dass dabei jemand verletzt wurde, rückte neben der Feuerwehr und Polizei auch ein Rettungswagen aus. Offenbar wurde aber niemand verletzt. 17 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab. Ob der Mäharm nun ungewöhnlich weit in die Straße ragte oder die Straße schlichtweg zu eng für einen Überholvorgang war, muss nun die Polizei klären. Am Samstagvormittag fuhren ein Opel und ein VW Caddy auf der Dresdner Straße in Bautzenstadt auswärts. Aus bisher noch unbekannter Ursache fuhr der Caddy in Höhe einer Gartenanlage auf den Opel auf und schleudert dann in den Straßengraben. Nach ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Während der Unfallaufnahme blieb die Straße für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt. Zur genauen Unfallursache und zum entstehenden Sachschaden liegen derzeit noch keine Informationen vor. Am Samstag befuhr der Fahrer eines VW Polos die Wiednitzer Straße Richtung Leipe. Kurz vor dem Ortsausgang kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Straßenschild und landete im Graben. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst behandelt, die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt die Ursache. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.
Am Sonntag kam es gegen Mittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der S94 zwischen Dörgenhausen und Keula. Eine Frau befuhr mit ihrem Renault die Straße Richtung Keula, als sie nach einer Linkskurve auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam, in einen Graben geriet und sich dann überschlug. Zwei Polen sahen den Unfall und eilten der Frau sofort zur Hilfe. Sie zogen die eingeklemmte Person aus dem Fahrzeug heraus. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und legte einen Schaumteppich, da aus dem Fahrzeug Kraftstoff auslief. Anschließend wurde die Batterie abgeklemmt. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen nach Hoyerswerda ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu diesem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Die Straße war für die Zeit des Unfalls und der Bergung des Fahrzeugs komplett gesperrt. Am Sonntagnachmittag kam es auf der B115 gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines Pkw VW nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte erst gegen ein Schild und danach gegen einen Baum. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und stellte den Brandschutz sicher. Der Fahrer wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt auch hier die Polizei. Die Straße war für die Dauer der Einsatz- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Jetzt fehlt noch der Blick aufs Wetter und natürlich haben wir wieder auch passende Freizeittipps für die Lausitz. Zuvor reisen wir aber an dieser Stelle wie immer zurück in die Vergangenheit unserer Heimat, zurück ins Jahr 1989. Im Zuge der Friedlichen Revolution gingen heute vor genau 34 Jahren rund 10.000 Menschen auf die Straße. Mehr dazu jetzt im Lausitzwelle-Kalenderblatt. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Am 30. Oktober 1989 formierte sich in Hoyerswerda der erste Demonstrationszug im Vorfeld der Friedlichen Revolution. An diesem Tag versammelten sich geschätzte 10.000 Menschen vor dem Martin Luther King Haus in der Neustadt. Im Anschluss waren etwa 4.000 von ihnen am Haus der Berg- und Energiearbeiter der heutigen Lausitzhalle, um unter anderem der Kreisleitung der damaligen Bürgermeisterin Christel Rudolph zu diskutieren. Bereits zwei Wochen vorher hatte sich das neue Forum auch in Hoyerswerda gegründet, das am 8. November von der Stadtverordnetenversammlung offiziell zur Mitarbeit eingeladen wurde. Mehrere Montagsdemonstrationen folgten. Kritisch wurde es am 3. Dezember. Nach einem Lichtermarsch durch die Stadt kursierten Gerüchte, dass in der Stasi-Zentrale im Industriegelände Akten verbrannt werden. 40 Hoyerswerder belagerten das Gebäude. Der damalige Superintendent Friedhard Vogel konnte die Situation entspannen. Der erste runde Tisch fand am 20. Dezember 1989, der letzte am 19. Mai 1990 statt. 2008 beschloss der Hoyerswerda Stadtrat, dass der 30. Oktober als Gedenktag zur Friedlichen Revolution begangen wird. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Der Fabrikgeist Briketti spukt morgen durch die Fabrik und über das Gelände der Energiefabrik Knappenrode. Sanfter Gruselspaß für Kleine und Kleingebliebene ab 18 Uhr. Im Rahmen ihrer Europatour Ich bete an die Macht der Liebe gastiert der Maxim Kovalev Don Kosakenchor mit einem festlichen Konzert für die Völkerverständigung am 2. November um 19 Uhr in der Johanneskirche in Hoyerswerda. Der Chor wird ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. In Finsterwalde werden morgen ab 17 Uhr wieder kleine Hexen, Gespenster und viele andere tolle Verkleidungen durch den Tierpark ziehen. Geboten wird ein gespenstisches Programm für Groß und Klein. Kinder im Halloween-Kostüm haben freien Eintritt. Am heutigen Montag haben wir den wärmsten Tag der Woche quasi schon hinter uns gebracht. Die langgestreckte Wolkenschleppe über Deutschland zeigte eine Wellenentwicklung, die uns für kurze Zeit noch einmal recht warme Luft bescherte. Bei wechselnder Bewölkung mit längeren, heiteren Abschnitten war es meist trocken mit Höchstwerten bis zu 18 Grad. Zum Abend wurden die Wolken wieder dichter und es begann vielerorts auch wieder zu regnen. Der Wind wehte schwach bis mäßig, in den Bergen zeitweise mit frischen Böen aus Süd bis Südost. Das in der Nacht im Sendegebiet ankommende Regengebiet zieht schnell in Richtung Polen ab. Dennoch muss auch am Dienstag bei überwiegend starker Bewölkung immer wieder mit Schauern gerechnet werden. Der Wind kommt dabei aus südwestlichen Richtungen und frischt teils kräftig auf.
Die Temperaturen zeigen einen deutlichen Abwärtstrend und erreichen nur noch Werte um die 12 Grad. Im Bergland weht tagsüber ein Südwest- bis Westwind, deutlich spürbar mit frischen bis steifen Böen. Wolken mit ein paar Schauern bestimmen den Wetterablauf. Die Höchstwerte liegen am Morgen noch um die 12 Grad, gehen im Tagesverlauf aber auf Werte um die 10 Grad zurück. Ein kleiner Hochdruckkeil bestimmt dann am Mittwoch und zum Teil auch noch am Donnerstag das Lausitzer Wettergeschehen. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es trocken. Der Wind ist meist schwach und kommt aus südlichen bis südwestlichen Richtungen. Die Höchstwerte steigen nur noch auf Werte um die 14 Grad. Am Donnerstag erreicht die Lausitz dann ein neues Tief. Der Wind frischt deutlich auf. In den Kammlagen werden auch stürmische Böen möglich sein. Anfangs ist es dabei noch freundlich und heiter. In der zweiten Tageshälfte nimmt die Bewölkung dann aber zu. Hier und da kann eventuell auch ein Regenschauer vom Himmel kommen. Die Temperaturen ändern sich allerdings kaum. Sie erreichen erneut Werte um die 14 Grad Celsius. Liebe Zuschauer, das war die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Jetzt geht es wie immer am Montag raus in die Lausitzer Natur. Heute geht es in Natürlich Lausitz um den Rosenkäfer. Was die nützlichen Blumenbestäuber alles ausmacht, erfahren Sie jetzt. Und die nächste Drehscheibe Lausitz sehen Sie dann am Mittwoch, wie gewohnt ab 18 Uhr, dann mit meiner Kollegin Franziska Klemann. Zum morgigen Reformationstag haben wir ein kleines Sonderprogramm vorbereitet aus der Christuskirche Görlitz-Rauschwalde. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen, erholsamen Feiertag. Auf Wiedersehen. Natürlich Lausitz. Der goldglänzende Rosenkäfer, auch gemeiner Rosenkäfer genannt, gehört zu den sogenannten Blatthornkäfern. Markant ist seine zumeist blaugrüne, metallisch-bronze- bis goldfarben glänzende Oberseite. Mit seiner Länge um die 2 cm ist der erwachsene Käfer quasi ein großer Brummer. Auch die gesamte Körperunterseite kommt überwiegend mit blaugrünem, metallischen Glanz daher. Die Tiere sind in ganz Europa zu finden und gehören in Deutschland zu den besonders geschützten Käferarten. Vom Aussterben sind sie jedoch nicht bedroht. Aktiv unterwegs sind die Käfer zumeist von April bis in den Oktober hinein. Besonders an kühlen Tagen sind sie gut zu beobachten, da sie träge auf Blüten oder anderen Nahrungsquellen sitzen. Dabei gern auf Rosen, was ihnen letztlich auch ihren Namen eingebracht hat. Bei warmer Luft fliegen die Käfer brummend und eher unbeholfen wirkend umher. Der goldglänzende Rosenkäfer weist dabei eine Besonderheit aus. Seine Flügeldecke ist komplett verwachsen und kann somit zum Fliegen nicht genutzt werden. Im Gegensatz zu den meisten Käfern fliegt er deshalb mit seinen Hinterflügeln, die dazu seitlich aus der Flügeldecke ausgefahren werden. Wie bei Käfern üblich, stellt sich auch der goldglänzende Rosenkäfer bei drohender Gefahr tot. Neben dem sogenannten Totstellreflex versucht er bisweilen auch durch Verstecken einem möglichen Feind zu entrinnen. Überhaupt ist der imposante Käfer ein eher nützlicher Zeitgenosse. Besonders gilt das für seine bis zu 5 cm langen Larven, die sich ausschließlich von verrottenden Pflanzenteilen, Mulch und weichen Holzresten ernähren und damit wertvollen Humus produzieren. Während die Larven für Humus sorgen, konsumieren die erwachsenen Käfer Nektar und Pollen, süße Pflanzensäfte sowie auch reifes Obst. Doch weder die erwachsenen Tiere noch die Larve schädigen die Wurzeln oder das Laub der Pflanzen und sind damit durchaus auch bei Gärtnern beliebt. Nicht zuletzt deshalb wurde der goldglänzende Rosenkäfer in Deutschland im Jahr 2000 zum Insekt des Jahres gewählt. Gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.